Oh nein, ich hab die Weine gefertfingert. Oh, der Darkon ist dran, der D-Goblin. Morten Royal ist zurück in seiner Prime. Im heutigen Video zeige ich euch dieses 2-Volt-6-Miners Zeigedeck, was nicht erstens nur unfassbar viel Spaß macht zu spielen. Also wenn ihr gerade nicht so viel Bock auf CR habt und gerade ein Deck sucht, was vielleicht relativ schnell ist, wo ihr einfach mal denkt, jo, ein bisschen Spaß haben, dann spielt dieses Deck. Es ist auch gleichzeitig extrem, extrem gut in der Meta. Wir haben mit den Feuerballen-Bomben tun wir extrem gute Anforderungen gegen die ganzen Bridge-Bomb-Decks. Mit meiner Bats können wir unfassbar viel Druck erzeugen. Skelette, einfach als günstige Zeigekarte. Darkon wirklich unfassbar stark gegen jedes einzelne Lightning-Deck. Mauerbrecher zum Kiten und zum Druck machen und das Barbell einfach als Attack, ein unfassbar starkes Deck. Was auch unfassbar geil in jeder Region funktioniert, weil nämlich eigentlich jedes Deck jeden Spieler damit relativ einfach outplayen können. Wenn euch mein Content gefällt, könnt ihr auch sehr, sehr gerne den Kanal kostenlos abonnieren und auch sehr, sehr gerne Quedic und Morten im Shop eintragen. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und da würde ich sagen, ich springe sofort in die Games und ich bin mal gespannt, wie gut dieses Deck tatsächlich funktioniert. So Leute, wir sind im ersten Game. Wie gesagt, das Deck ist von Planet ein sehr, sehr guten Spieler, der damals wirklich 2018 mit diesem Deck, wo der Bombtune auf 5 Elixier kostet, extrem dominiert hat. Das war noch krasse Zeit. Ich glaube, seitdem ist er ein bisschen retired. Okay, bisher haben wir relativ ähnliche Karten. Skelette können perfekt hier auch den Dark Goblin killen. Wie ihr es hier sehen könnt. Okay, jetzt werden wir, denke ich mal, Feuerballen. Dann würde ich sagen, bringen den Dark Goblin nach links, weil dann können wir auch gleichzeitig noch Value in die Offensive mit dem Dark Goblin bekommen. Bin ich sehr zufrieden mit. Let's go. Sehr, 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 sehr nice. Bats. Skelette. Bring jetzt mal Miner so rein und hier die Wallbreaker, ich mir vorstellen könnte, dass er da genau da den Dark Goblin bringt. Wichtiger Predict, er muss rechts holzen, würde nichts bringen und es ist wirklich so viel Damage. Let's go, geiler Start. Das sind die Predictions, die du machen musst mit dem Deck, um in eine gute Situation zu kommen. Und in der sind wir auf jeden Fall jetzt. Sehr geil. Okay, müssen kurz hier ein bisschen das Bild fixen. Sorry, Leute, kurze technische Probleme hier, aber wir sind back wie Wicken. Bring jetzt hier mal einen Feuerball auf die Princess Serena. Ist, denke ich, auf jeden Fall fein. Jetzt bin ich schon, was wir als nächstes machen. Wir könnten, okay, wir denken, wir Barbell uns einfach. Klar, Barbell wird in der Situation keinen Hit machen, aber Barbell wirklich eine interessante Entscheidung, dass er hier das Barbell spielt. Natürlich haben wir noch einen Tank mehr. Ich glaube, vor allem, warum man das Barbell in diesem Deck favoriert ist, da wir halt kein Ice Golem, kein Mini-Packer, weil Kyo Ritter haben, haben wir halt kein Mini-Tank. Dazu haben wir jetzt noch das Barbell, was vielleicht gegen sowas wie Bandit und so helfen kann. So, es geht einfach mal rein. Jetzt haben wir hier mal einen Miner rein. Hier gibt es nur Bats. Ich würde so ehrlich gesagt klar sagen, dass wir das hier einfach mal. Das wäre einfach kein Bombturm-Spiel. Ich entscheide mich dazu jetzt einfach hier noch mit dem Darko ein bisschen Bagel zu bekommen. Ich glaube, wir gehen jetzt hier sogar mit einem Prediction Barbell rein. Hätte ich lassen sollen. Ich dachte nämlich, dass er eine Skeleton Army droppt. Das wäre so ein Big YouTube-Play gewesen. Aber der ist es nicht immer und wir kriegen auch keinen Hit damit raus. Okay, bringen jetzt mal Warburger nach hinten. Okay, Dings, Dings. Das ist fein, kriegen jetzt ganz gut verteidigt, kriegen jetzt auch nicht so viel Damage rein. Wir warten jetzt kurz, ich glaube. Oh, ich wollte ihn eigentlich connecten lassen. Aber der ist nochmal rübergegangen, Wallbreaker rein. Ich denke, es ist fein, weil er muss sowieso jetzt noch eine Skeleton Army droppen. Eigentlich, okay, er droppt einen Mega-Ritter. Bringen jetzt einfach mal meine rein, einfach nur zum Chippen. Jetzt gibt's Bombturm. Okay. Deswegen ist die King Tower, werden wir nicht aktiviert bekommen in der Situation. Aber ich denke, es ist okay. Ich hoffe, das eine Skelly wird vorlaufen. Wird es aber, denke ich. Ja, wird es, genau. Wallbreaker rein. Miner. Er muss doch einen Mega-Ritter setzen. Das ist ganz nice für uns. Macht er jetzt auch. Okay. Hier gibt es mal einen Barrel rein. Das ist fein. Genau deswegen haben wir das Barrel drin. Hier gibt es einfach nur ihn rein. Der Dark Golem kriegt wirklich so geil viel Value. Jetzt gehen wir mal rein mit Dings, Miner plus Bats. Er muss jetzt eigentlich seine Skeleton Army hochdroppen. Er hat nichts anderes, außer er spielt jetzt eine schlechte Princess, genau. Kann jetzt den nächsten Dark Golem direkt zeigen. Und Dark Golem wirklich auch einer der solidsten Karten, vor allem wenn der Gegner kein Holz hat. Selbst wenn der Gegner Holz hat, können die meistens outcyclen. Okay, was jetzt machen wir, jetzt hier Miner reinbringen. Er wird jetzt hier, okay, er entscheidet sich nicht dazu, einen Mega-Ritter zu spielen. Das Gute ist jetzt, dass der Mega da zurückläuft. Das heißt, er muss jetzt noch was setzen. Es könnte sein, dass der Dark Golem vielleicht mit ein bisschen Glück am Turm ist. Ist er aber nicht. Okay, Dark Golem rein. Okay. Dark Golem wieder mal in diesen Spot hier. Machen vielleicht King Tor in der Situation, was ganz nice werden könnte. Machen leider nicht den King Tor. Und trotzdem kriegt der Dark Golem hier gute Value. Skelette mal rein, Bombturm rein. Wenn er jetzt Bats hinter macht, müssen wir wahrscheinlich Feuerball. Machen wir jetzt auch. Okay, der Feuerball war jetzt nicht optimal, aber ich denke, es ist fein. Bringen jetzt hier das Bubble rein. Bubble ist nicht optimal. Wir machen hier kleine Fehler gerade. Das ist auf jeden Fall viel, viel Damage. Müssen wir ein bisschen aufpassen, okay? Okay, Bats rein.
Ich bringe jetzt hier mal Miner Feuerball. Jetzt müssen wir ihn versuchen zu Spellcyclen. So, er wird jetzt einen MK bringen, aber das ist okay, weil jetzt können wir eigentlich direkt hier den nächsten Miner mal so bringen. Okay, Feuerball mal auf Turm. Und das sollten wir spielen, eigentlich gewonnen haben. GG's, well played. War nochmal ein bisschen knapp zu Ende. Zum Ende hin, aber am Ende gewonnen ist gewonnen. So, nächstes Game hier und ich würde sagen, wir starten mal mit dem Worldbreaker Split hier gegen Blue Eyes. Okay, sieht nach einem weiteren Lockbait-Egg aus, interessant. Bitte, no! Diese dumme Princess, Digga. Augenmacherin, okay. Beendet. Okay, ja, wahrscheinlich. Genau, wollte ich gerade sagen. Okay, bring jetzt hier gleich mal Warbreaker so zum Kiten rein. Das ist, denke ich, fein für mich. Ha, das ist so krass. Dieser Warbreaker-Kite müsst ihr euch merken. Der ist wirklich insane. Oh nein, ich habe die Miner gefettfingert! Ich war mir so sicher, dass die... Boah, ich war mir so sicher, dass die Princess vorläuft. Och, Gottes Willen. Hat niemand gesehen. Hat niemand gesehen. Was machen wir jetzt? Skelette rein. Skelette und Feuerball rein. Ich denke, ist fein, okay. All good. Haben wir noch... Da sind wir noch... Haben wir uns noch gut aus der Affäre gezogen. Würde ich hier mal behaupten. Jetzt nehmen wir Wallbreaker so rein. So, was macht er jetzt? Also ich glaube, wenn er jetzt das noch verteidigt, dann hat er eigentlich gar kein Elixier. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal relativ aggressiv an, weil ich bin mir relativ sicher, dass er kein Elixier hat. Okay, scale ich es mal so rein. Und jetzt kann ich das hier mit Barbell eigentlich alles relativ solide verteidigen mit dem guten Trade. Okay, das war die richtige Entscheidung. Wir sind rechts relativ aggressiv reingegangen. Wir haben erst den Darkwinds Defend, dann das Barbell. Vielleicht weiß ich nicht, ob es andersrum besser gewesen wäre. Ich weiß nicht, aber ich denke allgemein war die Defense auf jeden Fall okay. Auf jeden Fall so, wie die Skellys gespielt ist, der Darkman zwei Hits braucht. Ich spiele jetzt mal Wallbreaker an die Brücke, falls er Princess Bridge bringen könnte. Das wäre nicht so nice. Okay, bring jetzt mal einen Bombenturm so rein. Okay, meiner mal rein. Der Tank ist ganz gut, außerdem kriegt der Bombenturm eine gute Value defensiv. Einfach Dark mal in die Bridge, weil er wird irgendwann anfangen Rocket zu cyclen. Miner auf Turm. Okay, Bombenturm. Das ist jetzt ein bisschen Pain. Dass der Turm jetzt in der Situation fällt, ist nicht so geil. Okay, meiner rein. Also ich habe gehofft, dass er noch mindestens eine Rakete bräuchte oder so. Braucht er aber nicht in der Situation. Wir kriegen aber trotzdem vielleicht eine Wallback Connection, die kriegen wir nicht. Wir kriegen gar kein Damage. Rescales plus Snowball eigentlich unfassbar gut. Oder gerade in der Situation extrem unfassbar gut. Okay, müssen jetzt aufpassen. Skellies rein. Okay, Bats einfach drauf, das ist fein. Dark Goblin, das würde ich sagen, mit Feuerballen ist sogar instant. Warum feuerballen wir das? Ja, weil es relativ klar ist, dass noch irgendwas spielen muss. Skelly ist jetzt mal so rein. Okay, nächster Miner rein. Gute Defensive, gute Offensive. Miner ist dran. Okay. Jetzt muss er eigentlich All-In gehen, das weiß er auch selbst. Ja, so funktioniert es All-In gehen aber nicht, Bruder. Miner rein. Also Feuerball rein, jetzt der Miner rein. Wir haben halt kein Small Spell, aber das wird jetzt schwierig für ihn zu verteidigen. Er muss jetzt eigentlich den Miner snowballen, da hat nichts mehr gegen die Wallbreaker. GG's well played, geiles Game. Hier sind wir im nächsten Game gegen Andrew. Wallbreaker Split, bin gespannt, was Andrew zockt. Mal schauen, ob was anderes als Lockbait facen, okay. Das sieht zumindest sehr danach aus. Dings jetzt hier mal rein, Bubble hier rein. Okay, bin gespannt. Das wird auf jeden Fall mit Miner Support jetzt. Und auf der anderen Seite gehen wir direkt mit Wallbreaker rein. Wir wollen dieses Deck so aggressiv wie möglich spielen. Dark Gold mal so rein. Und Skelly ist eine Free. Eine wirkliche Free King to Activation in diesem Matchup. Eine Free King to Activation nehme ich unfassbar gerne mit. Vor allem hat er kein Snowball, keine Dings im Zeige. Das heißt, meine Bad sollte jetzt eigentlich sowas von effektiv sein. Das ist das ganz normale Mega-Deck. Also, wenn wir jetzt hier gewinnen sollten, das ist der ultimative Härtetest. So. Wir gehen jetzt auch direkt noch mit Wallbreaker rein, weil er hat keinen Snowball, wie gesagt. Er muss jetzt eigentlich eine Archer King spielen, das heißt, er hat automatisch nichts gegen die Wallbreaker. Die Wallbreaker connecten beide, die Bats chippen away. Chippen away. Das ist eigentlich ganz nice. So, okay. Kann ich easy Bats bringen. Ich meine, selbst wenn er E-Spirit hat, der Miner wird chippen. Ich warte jetzt, bis er das snowballt.
Perfekt, genauso. Er hat nichts. Das wird eine Doppel-Warbreak-Connection. Let's go. Und ich liebe diese Decks. Das sind die Decks, die mir Spaß machen. Ich habe richtig Bock, dieses Deck zu zocken. Es macht mir unfassbar viel Spaß, weil es dieses Outplay-Potential gibt. Dieses, du weißt, was der Gegner macht. Und wenn du Erfahrung mit dem Deck hast, dann bist du dem Gegner immer 1, 2, 3 Schritte voraus. Und er wusste ganz genau, was ich machen werde. Er wusste, er muss den Snowball spielen. Und er wusste aber auch, dass er dann unfassbar viel Damage kassieren wird. Aber er hat gehofft, dass ich es nicht mache. Aber trotzdem habe ich es gemacht, weil ich einfach komplett savage bin. So, wappel einfach auf das Ding drauf. War jetzt nicht optimal, weil in der Sekunde Bane gecycelt hat, aber wir können jetzt einfach easy Skellies bringen. Okay, nicht schlecht. Ich würde sogar sagen, dass wir... Doch, wir gehen rein. Why not? Eine Meile nach hinten auf jeden Fall jetzt, damit der Dart Goblin an Turm geht. Genau. Oh mein Gott, der Ghost! Der Ghost hat daneben gehauen. Und da kommt natürlich vor allem auch gegen jedes Lightning Deck unfassbar solide. Natürlich Snowball plus Rainbow, der killt ihn trotzdem. So, jetzt werden wir einen kurzen Trick anwenden, den ihr euch merken könnt. Wenn ihr zum Beispiel das hier schwierig zu verteidigen findet, könnt ihr den Play hier machen. Der ist immer relativ simpel. So, jetzt muss es eine der besten Defensiven geben in der Clash Royale-Geschichte. Das kriegen wir auch easy hin, denke ich. Morten Royal ist zurück in seiner Prime. Jetzt hier ein Bubble rein. Hier gibt es einen Bombenturm rein. Hier gibt es die Worldbreaker. Es geht jetzt zum Distracten. Und da war es eigentlich eine gefühlte flawless Defensive hier von Morten Royal. Bubble nochmal rein. Bats rein. Ich denke, die Defense war jetzt nicht so schlecht. Meine auf Turm. Wir sollten das Game eigentlich gewonnen haben. Zumindest sehe ich da jetzt keine Möglichkeit, wie er die Bats plus, ja, die Bats und die Mine verteidigen will. Deswegen Mine hinten. GG's for Played. Eins der besten Games, die ich denke, ich seit langem gespielt habe. So, next game. Reno Wallbreaker at the Bridge. Guck, was er macht. Okay. Das ist jetzt ein bisschen nervig. Ich muss jetzt hier Dagon bringen und links einfach ein Bubble, denke ich. Könnte ganz normal Spiritual-Deck sein, könnte auch 3M sein. Oh, müssen jetzt Miner bringen. Bitte schnell genug, Miner. Bitte, no! Der Miner war zu langsam! Der Miner war zu langsam! No! No! Okay, Wallbreaker rein. Feuerball. Ich meine, wir kriegen auf jeden Fall jetzt eine Wallbreaker-Connection. Nehme ich auch gerne mit. Ich glaube, wir lassen sogar jetzt den hier mal durchlaufen. Ja, genau, deswegen. Ich wusste ganz genau, was er machen würde. Es war relativ obvious, dass er versucht jetzt, durfte ein Set aufzubauen, deswegen war es, denke ich, von uns relativ smart, dass wir das durchlaufen lassen haben. Immer ein bisschen warten. Wenn ihr wisst, ihr habt einen Exil-Nachteil, dann müsst ihr ein bisschen warten. Vor allem gegen Bridge-Index, weil da kann der Gegner euch ja instant punishen für einen Exil-Rückstand. Da wartet ihr kurz. Vielleicht gebt ihr euch ein bisschen Value und das war eine Situation, weil er dachte, ich werde rechts etwas spielen und dann pressure instant mit Battery. Ich habe keinen Exil für Bombentower. Und deswegen sind wir jetzt eigentlich in einer relativ okayen Situation. Ich spiele jetzt einen Dark Goblet rein. Warum? Weil er muss eine Bandit spielen und die läuft dann vor. Und wer nicht spielt, kriegen wir guten Damage. Okay, fein. Okay, interessant von ihm. Okay, einfach nur Wallbreaker einer, der hier rumgammelt. Oh, ein bisschen unlucky rechts. Ich glaube, ich hätte instant an der rechten Seite, hätte ich einfach Bubble Predictive machen müssen, weil es relativ obvious war, sein Heals würde hinterklatscht. War nicht optimal gespielt. Matchup sollte an sich eigentlich gut für uns sein, aber wir haben da jetzt bisher kleine Fehler gemacht. Mit dem Deck dürft ihr euch halt keine Fehler erlauben. So, Skellies mal rein. Bubble rein. Boah, was? Der Winkel! Der Winkel! Der war nicht geil. Okay. Sagen das Feuerball einfach mal. Okay, Bomb Tower. Dings rein. Okay, sehr nice. Gute Defense. Miner plus Bats. Wallbreaker mal dazu. Gucken, was er jetzt dagegen macht. Okay, geht klar. Scale ich so low wie möglich, damit die Band nicht an Turm chargt. Hier einfach, okay, Bubble plus Feuerball. Bats müssen wir noch bringen leider, weil es sind sonst zwei Hits. Hier lassen wir es, denke ich, durch und spielen einfach nur einen Dart Goblin. Also das Game auf jeden Fall, wenn ich das gut spiele, soll ich es eigentlich gewinnen. Aber ich spiele es bisher nicht gut. Okay, meine Warbreaker mal rein. Okay. Ich überlege das zu Feuerball. Wir warten noch ein bisschen. Feuerball rein. Okay. Okay, Doki.
Okay, kriegen wir eine Connection raus? Kriegen wir nicht, aber wir können easy Feuerballen. Kriegen wir einen guten Feuerball raus, ein bisschen Damage. Skelly ist in the middle. Okay, Bombenturm rein. Miner. Dart Goblin. Okay, gucken, was er jetzt macht. Okay, Skellies. Oh, der Dark Goblin ist dran, der D-Goblin! Der D-Goblin! Magic Archer wird nicht ausreichen, der kriegt keinen Winkel. Let's go, GT's Overplayed, geiles Game. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Deck haltet, ob ihr es selbst mal ausgelöst habt und was ihr allgemein von, ja, von günstigen Cycles haltet, welche Decks ihr als nächstes auf dem Kanal sehen wollt. Ich würde sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ciao.